Hallo? Erstes SF5-Fan-Damage in dieser 11. Saison. Nunmehr an der Zahl 11 Saisonen. Saisons. Ja, na, erst spielen die Winners. Sorry, Tone. So, hier sehen wir die beiden Kontrahenten. Maeve Dash. Ich muss nur kurz das Kabel wegtun, das da runterhängt. Production Value, Production Value. Production Value. Ist schon im Arsch. Ist schon im Arsch, Production Value. Kabel ist runtergegangen. Von links. Setz dich her. Habrate, setz dich da. Habrate, was ist los? Pass auf, pass auf. Hallo, hallo. Strezi hat gespielt, schau lieber Buttons. Hallo, hallo. K. Brown hier. Oh ja, hier sehen wir die beiden Spieler. Ja, voll. Na, warte, die spielen eh. Also, warte, ich bin nur die Webcam. Ja, ja, mach nochmal. Hört man mich? Ist wer da? Ja. Oft das bei anderen Spielen, nämlich dass das Spiel zu laut ist, obwohl wir es, wie du jetzt da siehst, recht ganz leise gemacht haben. What? Warum habt ihr das getan? Außerdem, das ist nicht das Spiel. So laut war, also, das ist nur der insgesamte Output. Ja. Das ist. Ja. So. Sollte es Tonprobleme geben oder dergleichen, am einfachsten ist es natürlich, du gehst auf, du machst es, es ist Global Source, da kannst du es leiser machen, das Spiel. Ja, ja, ihr könnt schon. Jetzt ist das Spiel leiser und der Rest ist aber laut, quasi. So. Jetzt, ja, soll es irgendwas geben und jemand zuschauen, dann bitte. Ton Bescheid geben. So, gehen wir, warte. Noch kurz, Maeve. Insta, die erste Begegnung heute vom Top 8. Nein, es war schon eine Begegnung, die war leider off-stream. So. Shit. Warte. So. Scores werden gleich geladen, Leute. Ja. Kurz Moment wegen dem Score. Maeve und Insta haben vorher schon gespielt. Echt? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Aber Maeve hat sehr abgebrüht gewirkt. Maeve hat auch sehr viel gespielt in letzter Zeit, also du kannst... Wir kennt sicher alle Abigail-Tricks. Na, alle Abigail-Tricks glaube ich nicht, dass man kennt. Da dauert es, glaube ich. Da dauert das ein bisschen, bis man alle Abigail-Tricks kennt. Abigail. Pass auf. Ich glaube auch, die Leute können das einfach nicht mehr verkraften, ja, wie unfair das ist. Ja. Es ist, sie sind mit der Gesamtsituation unzufrieden. Oh, vorbei. Vorbei, basically vorbei. Jesus Christ. Ja, ich verstehe Abigail. Hurtbox ist so wild. Ei! Weißt du, was mich heute ein bisschen getriggert hat? Erzähl. Wodka-Talk im Chat. Ich muss ehrlich zugeben, Tigra hat mich getiltet. Ja, aber kein Tigra. Ja, ich kenne ihn eh. Ja. Leider! Na, Spaß. Na, Mann, nur Joke, Shoutout zu Tigra. Ja. 1-1. In Runden. Dieser scheiß Stopp ist wieder runtergekommen. Untergefallen. Wer verliert das immer? I have to say. Der Windschutz vom Mikro. Ja. Wir sollten das im Wald kaufen. Ich habe zu Hause viele. Aber es regt mir auch, wenn es immer runterfällt. Aber nur bei dem da. Bei dem hält er. Aus irgendeinem Grund. Montagsmodell. Ja. Dass die Arbeiter noch nicht warmed up. Deswegen ist das Produkt geschissener. Das stimmt, ja. Oh, die Confirms von Bertel. Nicht zu unterschätzen.
Delayed-Buttons, Insta drückt aber brav, nix, slow, forward, jetzt, das könnte gefährlich werden für Battle. Weil Insta hat den Trigger, er hat auch einen Meter, basically. Das wird jetzt wehtun. Oh, oh, sehr, sehr gut von Battle. Sehr gut. Had to. Oh, 1-0. Ich hätte Instant Overhead erwartet. Ja, gegen Abigail. Er bietet sich an dafür. Ja. Er bietet sich an. Ich habe ja nicht viel gespielt in letzter Zeit, aber ich habe gesehen, Kennspieler, es scheint gut zu sein, Abigail mit Tatsu anzuspringen. Weil seine Hurtbox auch anders ist. Also er hat hier unten weniger Hurtbox. Und der Tatsu, wenn er oben trifft, kann er zweimal treffen, weil er sich zweimal dreht. Mm. Ja. Das heißt, er kann... Und dann hast du mehr... Ja. Super Deep quasi. Plus Deep? Ja, es ist auf Counter-Hit kann ich die Light-Kick machen. Also wenn das Super Deep trifft, kann ich wahrscheinlich... Run, Berzel springt nicht. Scheiße. Dash, Commando, nein, tut er nicht. Geht zu den... Das ist auch absurd, dass er den Low Crouching Light-Kick, Standing Light-Kick, nochmal Light-Kick into... Das ist so hart. Ken kann das nicht. Vor allem nicht, dass der Range Boy. Oh, ein ranziger. Kein Cross-Up. War das ein Cross-Up? Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass es Cross-Up ist. Es stand nämlich nicht Cross-Up. Ja. Er ist Cross-Up gelandet, aber es stand nicht Cross-Up im. Gemein, sehr gemein. Ja. Ich glaube, das ist. Ich glaube, so ist es, weil. Compared, was ihr zum Oberkörper hat Abigail ein bisschen. Kurze Beine? Ja, kurze so wie Beine. Jack in Tekken. Ah, ja, vielleicht. Mm, Kommando Grab. Er schaut eher aus wie Oberkörper. Boah, Crush Counter. Dann, ich glaube, er kann nicht killen, wenn er nicht den Meter für den Super bekommt. Ja. Oh ja, what? Ah, so, ja, Kommando Gräber. 1-1. Bertel geht in sich. Denkt kurz nach. Insta denkt sich, ich habe Abigail, scheiß auf das. Und es geht. Entscheidende Runde. Entscheidendes Match. Koken. Koken. Oh, landet in den Hado. Aber. Hier verschwindet. Ja, es hat nicht gehittet. Oh, whiff. Das ist sehr confusing for the eyes. Ich meine. Das war auch. Dash in low forward. Guter Take von Insta. Waste dein Meter. Wer hat bestraft? Aber schau den Schaden an. Das ist minimal. Und schau den Schaden an. Brumm, brumm. Kurze, gute Konflikte. Ich will nicht gute sagen. Smarter Slide. Wer hat mit den Confirms? Tick-Throw, Insta-Techs. Ich glaube, er muss aufpassen. Beim nächsten Tag, beim ersten Mal, Bert könnte für die Delay-Buttons gehen. Oh, shit! Aber der Cross-Up, der macht's. Der reguliert's. Matchpoint, Crystal Maze. Der einzige Ultra-Diamond-Spieler in Österreich. Bald hoffentlich Master. Top 5 Chan EU. Und 10 Jahre älter, Mann. Oh, da schimmelt er. Aber Insta lässt sich das... Lässt sich gar nicht erst drauf ein. Das ist behindert, dass das kommt. Lightning Legs. Expeding Bird Kick an der. Oh! Damage Reduction! Ja, Damage Reduction. Besser, ja, überher. Bertel kann confident spielen, er hat diese Runde zum Herz zu geben. Ja, das war's, ja. Als nächstes sehen wir Deco gegen Wincest. Ein Klassiker. Mach auf Commentator. Ja. Deco gegen Wincest, ein Klassiker, eine Begegnung, Vintage, ja. Schauen wir mal, Dario sehr stark, hat mich ins Gutes geschickt, verdient, absolut verdient, I have to say, so, Button Check. Mit wem checkt Deco-Buttons? Chan oder Abigail? Abigail! Er hat die Buttons gecheckt.
Du warst ja schon, du brav. Dario, Dario Naharis. Wer, wer? Ah. Was ist das coole Chat? Ah, cooler Chat, cooler Nick. Ich hab gehört, Boxer soll wohl ehrlich sein. Ah, nein, ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Oh, ich weiß nicht, worum es echot. Das soll es eigentlich nicht sein. Echots, na, das hat nichts damit zu tun. Sollte eigentlich nicht echon. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt so. Aber ich weiß nicht. Schauen wir mal, ob es jetzt echot. Aber eigentlich ist das irrelevant. Wurscht. Ich habe letztens gegen Dario online gespielt. Und wie war's? Ist das sick eigentlich. Ist immer wieder lustig gegen Dario. Macht du Spaß. Winzest mit Boxer, wie üblich. AC Milan Boxer. Mhm. Ah. War vielleicht zu knapp, um den Scheuer noch zu probieren. Weil ich eigentlich. Full on. Es müsste eigentlich alles passen. Oh. Aber immer noch mit dem Live-Delete. Oh, der Whiff! Crucial Whiff! Miti verkackt. Ja, Miti verkackt, tot im 5, Alter. Basically. Naja, ja, nicht immer. Ja. Wenn dein Gegner stacked ist und mit dem V-Trigger dann eine Combo landet, kann dir das schon passieren. Vor allem, wenn du ein Reset dann noch frisst, aber... Ja, natürlich, ja. Oh, keine Konflikte. Du kannst sicher Geschichten davon erzählen. Ja, ja. Positive und negative. Oh, schade. Ah, der Klassiker von Dario. Vorbei. Na, 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 er überlebt. Boxer macht nicht mehr den Broly-Schaden, den er Season 2 gemacht hat. Crush Counter. Tico! 1-0. Who the fuck? Mäßiger Applaus, mäßiger Applaus. Aber Standing Ovation von da hinten. Ja. Aber sie sind schon vorher gestanden, muss man dazu sagen. Dabei ist es besser geworden. Das Echo. Oh, okay, ja. Ich glaube, Dabei hat sich das Echo nur eingebildet. Ich weiß nicht, Dabei sagt jetzt ja, aber was war die Frage? Heller Bert. Warum bist du nicht da, Davo? Vielleicht weil er... Das klingt normal. Ja. Aber vielleicht war es wirklich das, was ich, wo ich den Regler vom... Aber bei Switch stimmen die Details noch nicht. Das ist noch falsches Game und falsches Game. Achso, ah, wurscht. Ja. Ja, okay, okay. Bin underway. Ja, jetzt ist es zu spät. Was Für Turnier ist zu spät. Was late? Ja. Es gibt eh keine mehr. Gibt's noch? Nein. Schon Top 8. Oh, Backthrow! Dominic Connard, das kann. Oh, oh! Denied den. Oh! Oh, Matchpoint Dico! Achso, ich hab gerade das Thunderway hier. Okay, okay, okay. Ja, ja. Ich glaube, sie haben Balrog zu viel genau. Naja, der ist immer noch sick. Nein, ich glaube schon. Ich glaube, Ryu ist zu stark. Ryu, ja, Ryu ist zu stark. Dieser Shoryu von Dario. Wieso glaubt er? Oh. Focus Attack. EX Saving. Shoryu? Nein, gut. Und wieder, er fällt auf den Ältesten ein. Ja. Den Whiff into Parry. Overhead. 1-1. Das sollte nach dem Zack, Zack und dann kommt irgendwas anderes auf. Da kann man jabben. Ja, und dann könnte Sugar 2 machen. Das könnte. Ja, voll, das könnte auch mal.
Guter Antier. Dico, nicht anspringen. Hab ich auch vorhin zu spüren bekommen. Oh, Delayed Buttons. Walk-up Throw. Schön und stark. Stun, nein. Ein Magic Pixel. Stun. 1-1. Nein, passt den. So, Full Screen. Zu spät. So. Oder? Oder? Street Fight. Ja. Ja. Warte. Ja. Exzellent, was Winzest hier zeigt. Ja, so gut waren sie. Oh, Ex-Shoryu. Der nächste Guess entscheidet basically. Star! Oh, nein. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ah, unpatient jetzt von Dico. Aber, Boxer in der Ecke. Eine. Du, das ist wo du. Oh, nice! Ex Donkey ist schon cool, Alter. Richtig. Plus 1. Low forward Hado. Oh no! Vorbei. Oh! Ein Drop? Oder er wollte dann. Ja. Oh! Aber kein Super, er lebt. Oh! Er hat auch keinen Super. Nein, kein Jimmy. Guter Tech. Exado. Gut. Geht's in die nächste. No! Schade. Ich gegen dich. Ja, passt. Jemand muss kommentieren. Frisch rasiert habe ich mich heute. Hallo, frisch rasiert? Frisch rasiert. Schwanz auch, oder? Fresh Calvo. Auch Schwanz, oder? Ah! Leider nicht. Eine, okay, ich glaube, jetzt haben wir, wenn ich das richtig sehe, den Negosch aka Novarex gegen Kokoro Braun aka Crisp. Ja, ich weiß nicht. Dario war stark. Er hätte eigentlich gewonnen. Er spielt. Nein, das. Er spielt Ryu. Aber ja, passiert. Ich gönn's dir natürlich auch. Jetzt, wo du Low-Tier-Boxer spielst. Lower-Tier, weil ich war vorher schon Low. Halt die Pappen. Ja, ich weiß nicht, wie glaubst du, hat der Chris die Chance? Sind wir sie ehrlich? Ich weiß nicht. Negosch kennt alle Tricks. Ja, der Negosch, der war auch letzte Zeit viel ranked. Der genießen. Kennt alle Tricks. Da war er zwar angeblich nicht so erfolgreich teilweise. Diese Woche war shit, sagt er. Fest. Letzte Woche Festpunkte, diese Woche nicht so gut. Aber was ist so, das ist halt so bei Ranked. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man Negosch. Wow, Finn, so ein schönes Spiel. Wie lange ist das Game jetzt schon draußen? 2 Jahre? Das ist egal, sie kehren nicht. Capcom hat kein Herz. Ich bin full on Rogue Squad mittlerweile. Der Negosch ist auch noch stolz, mit Wake Up Jab in Two Party Time zu gewinnen. Aber schauen wir mal, weil K-Brown, normaler K-Brown, seine Miet ist gut drauf. Ei. Erster Command Grab. Ei, warum? Bruder, das ist minus 2. Das habe ich nicht verstanden. Light Show hat der Grab in der Hand. Ei. Dachte er. Ja,
was? Na. Wobei, es war eh auf Blogs. Es gibt keinen Grund. Es gab keinen Grund zu machen. Oh. Dein Mythic Target Combo. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch ein Mythic gibt. Ich weiß nicht. Ich dir sagen kann, ist, dass gegen Negosh müssen deine Mythis sitzen. Sie müssen. Sie müssen auch drei Flamer schlagen. Wenn deine Mythis nicht sitzen gegen Mr. Jabberino, dann kannst du vergessen. Gegen Jabbo Michael. Ja. Wake up, Jabbo Michael. Jabbo Michael. Papushi Kuras. Bitte jetzt. Ich erwarte. Ein Krug! Ich hab's fast gesagt. Ah! Nice! Kein Shoryu though. Ich wollte gerade sagen, ich erwarte einen nach dem Trigger Crouching Midkick into Super. Also, ja, Crouching Midkick confirm, aber. Ja, weißt du, ich glaube, Chris war nicht ready. 8 frames of delay. Ah, 6.5 frames of delay, Entschuldigung. 5 frames, sie müssen natürlich. Weil 5 frames of delay ist perfekt. Eigentlich sollten sie es auf 5 runter. Somit ist online, offline und offline, online. Ja. Magisch. Oh, nice. Oh, sehr gut, sehr gut. Da schauen wir. Oh, Wahnsinn. Gut. Und manuell getimt! Yes. Schau dir diesen Ego Schande dort, der hört nicht auf zu drücken. Er hat schon wieder! Mach einfach nur Mythis gegen ihn! Nur! Oh, ah, warum? Ei, warum? Nur ich kann das nicht blocken. Er hat gerade geblockt, ja? Nur ich kann das nicht blocken. Oh! Der war gutsy. Jebote, bist du Tempel, was er dir macht, Ich war nicht einverstanden mit dem Shoyo, aber... Na, ich schon. Der war sehr gutsy. Das hat sehr gut ausgesehen. Style hat das gehabt. Herz! Herz. Kokoro! Da war Herz dabei. Ah, da wollte er antieren, ich hab's gesehen. Das Scar für K-Bron in K-Bron steht für Herz. Für Kokoro. Für Herz. Shoryu! Oh, sick! Steppert dieser K-Brownie. Minus 2. Challenged aber mit einem 6-Famer-Guy. Risky. Guter Block. Sollte vielleicht mal werfen. Oh, warum? Das ist zu viel Herz. Sehr viel. Meinung nach. Das ist ein bisschen zu viel Kokoro. Bleib vorne. Na. Entschuldigung, diesmal hinten. So, deswegen bist du immer getroffen und sowas. Du hast den Negosh für klüger gehalten. Ich glaube auch, ja. So, okay, finale Runde für Novarex. Highest ranked Laura in Österreich. Na, da verliert er seinen Meter noch dazu. Ei, das ist sehr bitter. Bitter, nice, kein Confirm. Das ist alles nur vorne, solange sie nicht im Trigger ist. Keine Hand hier. Nur im Trigger ist Midscreen dann schon wieder ein Shoryu, zu viel Herz. Na, ich glaube, er wollte das kommen. Ich weiß nicht, ob das geht. Der erste Throw von. Oh, war das gerade ein T-Bag? Das war kein T-Bag. Das war ein T-Bag. Oh ja, das war ein T-Bag. Nein, das war kein T-Bag. Oh ja, das war ganz sicher ein T-Bag. Tadaima. Ich hab schon gegen Anton gewonnen, gell? 2-0, ja. Ja. 2-0? Nico Strizzi! Der Seitentorb fixiert. Ja, manchmal passiert's. Mir ist auch passiert. Nein, verdient, passiert, ich spiele nicht. Wie soll ich treffen, weißt du? Habt ihr Standesteuerung? Ja, ich habe immer Default Settings. Immer? Mhm. Aus Courtesy für andere Spieler? Have to. OG-Style. Achso, du hast den nur Six-Button-Layout. Ich mache auch dann. Wenn ich Turnierstick habe, ich gönne mir mal einen Turnierstick. Aber jetzt End of Life, PS4, warum? AMD Vega. Aber weißt du, man muss sich einen Stick. Ich habe jetzt aber schwarze, wie heißen die Buttons, die flachen? Buttons, die flachen Buttons. Die Koro? Koro, genau. Ja.
die habe ich mir jetzt reingehaut in schwarz am Rand. Die gibt es matt schwarz, gell? Ja, genau, weil die Blindstopfen halten nicht gut. Ja, die gehen immer wieder raus. Ja. Die matten schwarzen. Ja. Na, die Buttons? Na, es gibt Kuro und Kuro. Hayabusa. Kuro waren die schlechteren. Ah ja, Hayabusa sind die Matten, gell? Die Matten sind die, die ich drauf habe. Die Hayabusa sind die Matten, gell? Mhm. Ja, die habe ich als statt den Blindstopfen jetzt, weil die halten nicht gut. Leider. Ich hätte lieber die Blindstopfen. Ich habe die Buttons nicht mal verkabelt. Aber woher hattest du die Buttons? Dario hat es mir gegeben. Ah, nice. Ich überlege mir, was ist Fighting Edge oder den Hori N? Hori N ist gerade... Amazon habe ich gesehen. Pantera Player. Aber Pantera ist sehr gut. So sick. Ich habe heute überlegt, ihn mitzunehmen, aber dann war ich auf so einem Familienfestel. Mhm. Da konnte ich nicht. Verstehe. Ja. Ich glaube, ich muss mir wirklich einen Stick nehmen, weil dann spiele ich auch wieder mehr, dann habe ich wieder. Weißt du, wenn du neu spielst, sogar so shit. Ja. Nächsten Gehalt. Oh, und dann weiß ich wegen Ding. Wegen was? Wie? So. Es gibt gerade Angebot, glaube ich, bei Razer. Ich will jetzt nicht Werbung machen für Razer, aber ich habe gesehen, dass du kriegst Fidget Spinner. Ja, achso, nein, aber es gab manchmal gibt es gute Angebote. Ja, mit für, Headset und ja, so 80 Euro Headset manchmal. Ja. Ich habe bestellt, ich habe nur so Pouch bekommen, Fanny Pack. 2 Euro mehr. Stritzi! War das ein Wake-Up-Jab? Nein. Ich habe nicht geschaut, sorry, Tony. Mm. Auch ein guter Button, Jab. Ja, Jab. Muss man lassen. Jabem die Maiko. Jabot. Jab Bush. Glaubst du, geht über Kühlschrank? Ich weiß nicht, wegen was? Bier. Biro. Da ist er drauf. Frag Mr. Carlos Matos! Stami, kannst du mir auch ein Bier holen? Oh, deal with it! Er holt dir nicht. Ah, da hat er sich gegönnt, ich wollte mir auch schon gönnen. Da, schau, er hat schon gewusst. Ah, er hat gewusst, er ist besser. Hey! Bissi! Le Petit! Weiß ich nicht. Mir ist egal. Open! Zug einsteigen! Zug einsteigen, schauen, wo du aussteigst. Richtig. Der Weg. Oh, super trifft! Dario schüttelt den Kopf, aber er hat noch viel Leben. Aber das ist diese Situation, wo man sich denkt, das war so viel unnötig live verloren, das hätte nicht sein müssen. Charge den Denjin, lässt ihn aber früher los, weil er wahrscheinlich gedacht hat, Stritzi springt oder sowas. Und die Jump Frames. Forward Throw, Stritzi kurz vorm Tod. Jetzt kann er ihn gratis pressuren, weil er hat keinen Meter für einen Invulvi Reversal. Reversal, pardon. Ja, nein, so, Stritzi. Ja. What? Er low profiled! Er wollte Trick machen, sicher. Empty Jumping Low, guter Block von Stritzi! Oh! Wow, Stritzi Loaning, Alter. 1-0 Stritzi, nachdem Dario sehr souverän geführt hat, viel Life Lead gehabt hat. Stritzi ohne Meter, aber er hat sich durchgebissen und das erste Match geholt. Low forward. Na, low strong war das, glaube ich. Jetzt tasten sich beide sehr vorsichtig. Dario mit den deepen Anti-Air-Shorius. Sehr schön. Immer. Ja. Er hat gesagt, diesen drei trifft er meistens. Mit den Shorius. Er verpasst keine mehr. Ja. Seite. Ja, ich hab's am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ja. Sadly. Oh, guter Jumping jetzt. Schöne Kombo. Oh, Shimmy. Den Shimmy macht er gern. Hard Punch, Hard Kick. In der Ecke ist es auch so. Ja. Da drückt man gerne den Throw, weil... Ja. Wohin willst du gehen? Ja. Oh, jetzt kein Shoryu. Das wär's gewesen da. Glaube ich. Weißt du, was mich stört? Dass Donkey Kick zu sehr ausschaut wie ein Mid-Kick. Es geht. Oh, kein Whiff Punish. Whiff. Oh, schade. Anti-Air Jab. Stritzi, obwohl er genervt wurde, immer noch on point mit Anti-Air Jab. Er spürt ihn ab. Ja. X-Shoryu? Nein. Ich hätte gedacht, Dario macht jetzt X-Shoryu.
Wieder Anti-Air Jab. Kein Anti-Air von Deco. Oh, oh, drop die Combo. Dario jetzt keine Anti-Airs. Command-Tro. Spende 2 Meter für viel Damage. Worth it, meiner Meinung nach. Holt er die Runde, hat er den Matchpoint und Strizi mit dem Matchpoint. Deco muss ich jetzt anstrengen. Wobei, oh ja, muss er. Er ist auch schon im Losers. Wer hat ihm ins Losers geschickt? Insta. Nein, doch. Strizi. Winzest. Ah, Winzest. Ja, ja, ja. Oh. Schade. Ja. Oh, jetzt gefällt mir mit dem tiefen Hard Punch reinspringen. Das scheint den Fiers aus einer bestimmten Reichweite. Oh, oh, das ja. Die Confirms überlebt knapp. Jetzt guter Life Lead für Deco. Ja. Aber er hat es auch im ersten Match und hat es dann quasi hergegeben. Den Life Lead. Strizi ist im Trigger. Jump oh, in. Das bedeutet 1-1. Hey, hey, hey. Gut. Hey, hey, hey. Wer sagt das? Man hört es von irgendwo, aber es ist nicht eindeutig, wer es ist. Jetzt gerade? Sicher ja. Stormy. Ja. Was ist was da? Was da? Entire Jab. Oh, Whiff. Oder vielleicht sind das wir einfach, was der vom Recall. Ja. Es gibt diese Situationen, so Resets oder Throw-Takes und bestimmte, da haben bestimmte Charaktere, wurscht was ist, nicht die Range zu treffen. Deswegen ist es in solchen Situationen oft gut, delayed den Knopf zu drücken, weil er hat nicht die Range, wird aber drücken. Ja. Und durch dein Verzögern quasi whiff-punishst du, ja. Can't show you. Reversal an dieser Stelle meiner Meinung nach sehr gut, weil der Jab, ja, habt ihr gesehen, das war ein der nächste Jab ist Damaging Jab quasi. Oft auch generell Matchpoint Deco. Wenn du ein, zwei Reversal landest, geh für den Jab oder Cross-Up, Light-Kick, irgendwas Ranziges, um diesen Grey-Life quasi. Ja, ja, voll, du musst ihn holen. Ja. Weil du verlierst eh schon Reversal. Ja, genau. Dann hol wenigstens das noch. Wieder ein guter Jump-In von Deco. Oh, oh, Max schön. Damage. Spade, okay. Insta jetzt auch mit den Confirms. Deco hat Wake-Up-Buttons. Strizi, ja, pardon. Go, man. Oh. Hey, hey, hey. Setup. Setup hat er noch, ja, oder? Er hat Setup. Im Trigger hat er Setup nach dem Super. Wollte Shimin. Oh, oh, oh. Deco kurz vorm Stun, aber der Stun ist jetzt sein geringstes Problem. Ja, würde ich auch meinen. Sein Life ist, glaube ich, er hat einen Meter und Trigger, aber beides, er findet keinen Weg, beides oder eines davon anzubringen. Eines davon hätte gereicht. Bestimmt. Deco geduldig. Ich glaube, er wartet auf einen Jump-In von Strizi. Empty Jump-In low. Oh, ja. Guter Hand hier, das steht jetzt sehr dominant. Oh, oh no, nein, nein. Das geht nein, leider nein. Nicht. Auf aber auf Insta. Gegangen. Wahrscheinlich. Warum sage ich immer Insta zu Strizi? Weiß nicht. Vielleicht hast du... Overhead Stun, das ist das... das ist das Ball, das ist das Match. Vielleicht hast du Insta lieber. Ich gegen Insta, ich glaube deswegen. Weil ich gegen Insta spielen okay, muss ja. Und in meinem Kopf was? Ich schon an Insta gedacht habe. Hey, hey. Nein, ich... Wollt ihr zwei? Ne, ich wollte rauchen gehen. Ah, sie keine. Maeve! Jemand muss kommentieren. Hau. Ja, dann kommt irgendwer her, oder? Strizi! Was ist jetzt? Lässt mich allein, oder? Ich bin nicht da! Ja, was soll ich hier leer lassen, oder? Was ist mit dir? Konzentriert euch! So, Noserex, ne, Insta. Was für Enjoyment? Frage in Alex Leder. Gusch, du spielst Lara, Alter.
So. Dragon Ball, best game. Ah, was? Entschuldigung. Okay. Ha? Das war urgut. Es übersteigt nur dein Street Fighter Wissen, deswegen. Das war nur langweilig, weil es dich nicht auskennt. Ich glaube auch. Das war urgut, das First Attack. Der Bert war sehr gut im Weltüber. Was? Habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ist der Bert Bert leider? Okay, also ich weiß jetzt nicht, zu wem ich da helfen soll. Was ist los? Und er schaut basically auch zu, beziehungsweise ich ihm. Sechs. Sick. Wir schauen auch zu. Das haben wir schon nicht gemacht. Ich weiß nicht, zu wem ich helfen da soll bei den Charakteren. Aber ich helfe jetzt mal zu Notarix. Weil ich helfe zu Insta, weil ich sehe, wie Negosch aufregt. Alles, dass sich Negosch ärgert. Was sagst du? Alles ist voll. Wer ist voll? Seine Stats. Achso, ja. Ich meine, der Negosch, der muss sich immer so viel Shit-Talk anhören von mir, ich helfe da jetzt zu meinem Boy. Bis deppert unten statt Overhead, was für Genius-Aktion, Negosch. Ich hab gedacht, Davos spielt ganz kurz. Oh! Genius! Oh! Outplayed! Ah! Bruder, was willst du machen? Oh je. Vorbei. Okay, das will er machen, Entschuldigung. Schau ihn an, wie kann man sich mit dem anlegen? Sie ist kleiner als sein Arm. Die hätte Angst. Me too. Me too, ja, for real. Sie muss Respekt. Sind wurscht. Schau an den Damage. Absurd, der Charakter, absurd. Oh, oh. Outplayed. Dieser Negosch. Was für ein Wahnsinnsspieler. Braun? So wie deine politische Einstellung. Ah, der wusste der Insta. Oh, es ist so gefährlicher. Ein bisschen so herumtun und er hat schon Hälfte weg. Ja. Ich hab so Angst vor dem Charakter. Oh, Anti-Air-Nosarex. Hat er mal Glück gehabt, da wäre Hälfte Leben wieder weg gewesen. Uff, fast. Ja, wie? Nice. Aber okay. Uff, ich hab so Angst. Ja, ist vorbei. Ich hab's gesagt! Oh, ich block! Bist du deppert! Dieser Negosch! Oh! Bist du deppert! Ich nehm alles zurück. Der Nosarex ist actually ein Genius. Ein Genius. Wie Männer are die? Na. Der ist Scientist. Negosch ist Genius. Männer are die Scientist. Männer are these. Ja. Red man nicht von dem. Oh, sehen wir Character Select. Insta überlegt. Er spielt eh sehr viele Charaktere, aber ich weiß nicht. Ich glaube, er braucht den Abigail da. Er muss ein bisschen mehr aufdrehen in Last One. Oh, da hat wer Anti erst geübt. Uff, das tut weh. Da hast zwei Kombos, 50% weg. Ja gut, das ist auch normal. Das ist lustig zu sehen, wenn man gegen Abigail spielt, Spieler gehen oft urlange zurück. Ja, weil er hat auch so das meiste Leben, das ist halt auch... Ja. Oh, da hat anscheinend, der hat die Matchup-Erfahrung, der Negosch. Der weiß, wie man die Behinderung eines Abigail-Charakters ein bisschen ausschaltet. Uff, jetzt aber. Es schaut zwar aus, wie wenn er im Lead wäre, aber eigentlich ist er noch hinten, der Negosch. Er ist immer noch hinten. Ja. Gierig! Oh, das tut weh. Da hat der Negosch gewusst, dass er eigentlich nicht so verdient gehabt, aber. Gewonnen. Gewonnen! Bist du deppert, die Anti erst? Ich kann es nicht fassen! Der Negosch! Uff. Diese langen Haxen vor allem. Ei, Bruder, was ist das? Zum Glück hat Insta noch kein einziges Mal darauf reagiert. Oh.
Oh. Droppt er die Combo. Cross-up. Negos droppt auch, aber egal. Insta drückt rein. Oh, und wieder ein Drop. Was ist da los? Das wäre schon vorbei gewesen. Das wäre schon zweimal vorbei gewesen, glaube ich. Gen- Run-up, Overhead. Genius. Boom. Knockout-Punch. Bist du auch erwähnt? Nein, sicher nicht. Ich habe nur ein bisschen Ehrgefühl. Lieber Leben vorbei. Oh. Uff, das war ihm jetzt zu risky für Antje. Ich glaube, das hätte er auch getradet zwar. Ja. EX hätte das vielleicht gemacht, aber das hätte auch. Wahrscheinlich eher. Ich glaube, es hat kein Niveau, oder? Ich glaube nicht, ne? Aber ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich talke ein bisschen out of my ass. Okay. Wenn man jeden Tag damit konfrontiert wird. Ah, nice, confirm. Oh, sehr gut, sehr gut. Was macht er jetzt? Oh. Oh, Gatsi, dieser Negosch. Und da hat er ihn! Fucking hab ich geil, Alter! Sehr gut, sehr gut. Ich sehe die Schweißtropfen auf Schneegers Stirn. Oh, ich darf nicht die Production Value! Production Value! Main Princess! Main Princess! Wer will denn? Tut Insta mit mir oder tust du mit mir, Brate? Ich weiß nicht. Brate, was ist los? Ich weiß nicht. Wie geht's mit Abnehmen? Was? Wie geht's mit Abnehmen? Gut, es ist langsamer geworden, aber gut. Ah, es wird immer langsamer. Ja, ich bin jetzt auf quasi Idealgewicht. Also ein bisschen drüber. 2 Kilo drüber. Mhm. Da kannst nicht, und ich hungere nicht. Und ich glaube, ich esse zwischen 2,2 und 2,5000 Kilokalorien am Tag. Das ist so mein Daily. Sehr gut. Servus, Sir Mondragon. Sir Mondragon. Na, ist glaube ich Deutscher, wenn er Moin schreibt. Erst Problem, Maeve und Winzest, bitte! Glotzata! Blada! Glotzata! Oh. Oh. Dominik Calvo! Forever Bulk! Forever Bulk! Forever Bulk! Forever No Beard! Balkzess! Balkzest! Was ist jetzt? Jetzt redet er immer noch! Beide suchen einen Stick! Erst nehmt sie. Ein guter Spieler kann mit jedem Stick. Aber nicht mit den Sticks im Verein, Bruder. Kann man mal nicht mehr so leben. Kann man nicht mehr leben. Jesus Christ, was ist das? What the what? Weil jetzt ist ja nur zeitlich. Was hast du für einen Stick dir genommen? Das ist ein Street Fighter. Den würde ich dir nicht empfehlen. Oh, den würde ich auch nicht empfehlen, Bertel. Aber Bertel. Bertel. Der ist in Arsch. Tu mal Leit. Tu mal Leitpunch drücken, Bertel. Nein, nicht der Weiße, der hat den anderen genommen da. Ach so, was ist mit Winker der? Nein, ich würde ihn dir nicht... Auch Dojo? Nimm den Weißen, der Weiße ist okay. Nimm irgendeinen. Der Weiße ist okay. Du hast mit dem Weißen gespielt, dein erstes Match. Ist das ein SF5-Turnier? Ja, das ist es. Bitte, der mit dem ich gespielt habe, war urgut. Nein. Was für Story. Das ist wie so ein Haiku. Ja, ja, so. So, lief dann zack, zack, bin dann heim. Vorbei, Dad. Bin heim. Nice and sweet. Ja, wirklich. Kurz und bündig. Ja. Aber so erzählen Männer Geschichten. Was muss ich hier die ganze Zeit hören über Laura? Ihr habt keine Ahnung. Spielt sie jetzt erst. Ja, ich bin eh schon. Production Value. Considered low tier, das, Season 1. Der Sir, Sir Mondragon wartet darauf, dass das Turnier weitergeht. Ja. Oh, Kari! Jesus Christ! In the hood? Das ist Ed, actually. In the hood. Sie ist jetzt, ja. Kari ist Ed. Mach mal so. Psycho Appa! Es ist drinnen. Aber auf der kannst du spielen. Darüber, Mann. Wie steppert, wie ich morgen aufstehen werde. Dann, 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 dann. Letzte Folge vor Pause, wir schauen zusammen. Eide! Das ist in 2 Wochen dann, oder? Eide! Bruder, ich schau mal, ob ich Urlaub hab. Ah, frei. Okay, Sir Mondragon, du siehst Top 5 Chan Europa in Ranked Match. Da bin ich dabei, Dominik, da bin ich noch gegen Urlaub. Gegen Winzest.
Lars Balrog of Austria. Oh, der Josh. Josh Henger. Wie geht's du Zigeuner? Er ist kein Zigeuner, lasst euch hier keine Sachen einreden. Er ist ein filthy Chinese. Oh, das ist aber gemein. Wieso? Ich mag die Chinesen eigentlich. Obwohl, die sollen unangenehme Touristen sein, wurde mir gesagt. Hey, hallo, hallo. Production Value, Production Value. Ich schau im Arsch. Turnier von der Welt. Der Mondragon. Schaut, ihr will hier Production Value sehen. Und ihr randaliert da im Hintergrund. Sir Mondragon, tut mir leid. Es tut uns leid, dass der Production Value ein bisschen off ist heute. Wir werden uns da jetzt mehr zusammenreißen. Nächstes Mal. Oh, was für Crush Counters von Bertel und Confirms. Jesus Christ. Oh, da hat er aber gedroppt. Der schien true, aber Bertel tech das einfach. Max Shimmy. Damage, Corner Carry. Balrog ist... Overhead. Nein, kein Overhead. Low Tier. Considered Low Tier. Unser Ton ist nicht ganz... In welcher Hinsicht? Beschreibe es uns genauer. Ja, bitte. Sprich zu uns, Mondragon. Gibt es ein Echo? Ja, auf Challenged. Hallo, hallo, ich muss das Spiel sehen. Hallo, hallo. Owner postet hier Bracket. Aber Bertel überlebt! Oh. Nicht. Fair. Sad but true. Low Tier. Wissen wir schon alles, dass Boxer Low Tier ist? Sehr unklar. Schau dir den Low Tier Schaden an. Ja, keine Ahnung. Muss ich mir genauer anschauen. Sehr unklar. Ja, das ist, weil die Smasher alles umgestellt haben. Was? Nein, darfst du nicht. Das ist, weil die Smasher immer alles umstellen. Es war perfekt eingestellt alles. Als ob man durch eine Blechdose redet. Interessant. Ich wette, das waren die Smasher. 100 pro. When in doubt, die scheiß Smasher. Smasher. Muss kurz schauen. Was schau, es sind eigentlich ganz nette Leute teilweise, aber... Wenn man an die Technik geht. Aber da jetzt wieder. Da hört dann auf. Nice Confirm von Bertel. Ein Wahnsinn. Young Maeve. Young Man Reactions hat er. Wake up crouching mid kick. Ist wie immer. Ist wie immer? Okay. Ja, vielleicht ist unser Production Value nicht. So. Wir haben halt keine Sennheiser Headsets. Ja. Oder? Ist es. Ja, oh ja. Warte. Nice, nicht, oder? Oder? Ja, das ist BO5. Go man, BO5, entspannt euch. Ja, ist eh. Sorry. Hallo. Leider ist keiner gewillt, uns High Quality Headsets zu geben. Sennheiser ist doch der Kopfhörer. Ja, ich wollte nur irgendwas sagen. Das hört sich gut an. HyperX! Na, HyperX ist auch nicht so. Da können wir gleich bei diese. Razer! Razer Pantera Headset. Kein Razer. Obwohl ich selber diese Widow, Black Widow da habe, dieses Lied Regenbogen-Keyboard. Hey? Ja. Wurde mir geschenkt. Aber ist gut, weil das ist mein erstes. Wir haben kein Headset. Kein Sennheiser. Strizi, sagst du. Ich habe ein Sennheiser-Headset, es liegt aber nicht daran. Nein, wir haben keins. Der Negosch, also mein Co-Kommentator, hat gemeint, dass wir keine haben und deswegen der Sound vielleicht nicht ganz so schön ist. Yes. Bertel, streng dich an! Ja, Bertel, wie kann das sein? Boxer ist Low-Tier. Hat er Majors gewonnen? Ja, hat er Majors gewonnen? Na eben. Wie aus der Pistole. Dominik, so ein Spaß. Wenn du das sagst, wenn er schläft, wacht er auf. Hat er nicht? Aha. Hat er nicht? Boxer hat kein Major gewonnen. Ja. Oh, jetzt Stand-off da. Ja. Das wäre sogar gegangen mit Leichtkick. Ja. Steppert. Hit him low. Dieser AC Milan Boxer. Oh. Mario Balotelli. Das ist doch jetzt minus 3, wir sind oder? Alle zusammen in einem Ort, im Virtual Dojo Vienna, Austria. Österreich. Hat er geglaubt. Im tiefsten Praterstern, ja. Vor unserer Haustüre wurden 3 Leute niedergestochen vor kurzem. Ich lüge nicht. Das ist das, wo die Leute... Ein Vierter, 5 Minuten zu Fuß weiter. Ja. Am selben Tag. Dinge also, passieren hier. Es ist ziemlich rough hier in der Gegend. Deswegen spielen wir auch Street Fighter. Ja, ist so. Oh. Ist eigentlich schon... Ist noch nicht mit. Nein, 1-0 steht. Steht 1-0 für Winzers. Es ist ein Best of 5.
Da ist noch einiges zu tun. Auf jeden Fall, für beide, ja. Also keiner kann, vor allem wenn er. Natürlich, wenn Winzest das jetzt holt. Dann ist er nah dran. Ja. Richtig. Aber wenn Bertel das jetzt holt und dann das nächste. Jetzt kommt der Damage Reset. Bertel. Noch ein Reset. This is it. 2-0 Winzest. Stark. Bertel? Der Bertel. Oh, 250. 250. Ranked Life Matters. Minimum. Minimum. Der, so kannst der Grandmaster in die Haare schmieren, Bertel. Na, ohne Spaß. Ich will, dass der Bertel nicht mehr so viel Ranked spielt. Super Platt. Oh, Dominik. Der Dominik. I see your man of culture as well. Der Dominik hat actually anscheinend ein bisschen Rank gespielt und ist jetzt Super Platinum. War PSN wieder gratis? Ah, Bruder, passiert. Ja. Oh, Trigger! X-Lightning Legs! Alles unter. Aber. Josh, ich will ja nichts sagen. Ich bin, glaube ich, noch Gold, du Zigeuner. Wirft hast verloren. Jedes Turnier. Also bitte. Beruhig dich. Oh, guter Block von Bertel. Echt? Ich bin Platin. Oh, den. Er nimmt den Trade an. Er ist raffiniert. Whatever Pain. Hat eigentlich jemand einen Eintritt kassiert? Was? Hat jemand einen Eintritt kassiert? Na, wenn dann ist. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit diesen ganzen Blazeball-Spielern. Das muss der Ona machen. Ja, eh. Weißt du, die Anime-Spieler sind. Frag nur, ob wer hat. Oh! Bertel jetzt ein starkes Lebenszeichen! Na, Chan kann nicht töten, sie macht keinen Schaden. Ah! Miti! Aber. Josh, nach deiner Logik ist Platin immer noch gratis. Bruder, du hättest Stritzi vorher sehen sollen. Du hättest sehen müssen. Ich hab gejabbt wie ein Weltmeister. Ja. Aber ich suche mir irgendeinen anderen Charakter. Josh. Ryu. Naja, das ist noch mehr Struggle als eine Kali. Naja. Was? Mann. Vielleicht wird Falke lustig. Nein, ich spiel vielleicht Rashid. Das war's, oder? Rashido? Ja. Euer verkackt, Diggi! Bertel mit dem Slide into Trigger, was kommt jetzt? Oh! Rettet sich mit. Oh, denied! Ex-Kikoken! Oh! Das war. Ich gegen Dario. 3-0. Was ist denn los? Your ranked life matters. Ich brauche einen Kommentator. Ha? Na sicher. Schau hier aus wie Storm, sicher nicht, Alter. Der Mann hat keine Gang. Servus Josh, Yoshi Boy. Von die lauter Zuschauer. Ich hab's nur halb mitbekommen, weil ich mit Dario diskutiert habe. Wie viel ist Ausgang überhaupt? 3-0. 3-0 was? Mhm. Wirklich? Shit. Ja, weil weißt du, Boxer ist Low-Tier. Und deswegen macht er so viel Schaden, weil er Low-Tier ist. Low-Tier in dem Game. Und auch diese Mix-Ups, die natürlich bei 6.5 Frames of Delay so leicht zu blocken sind. Machen wir natürlich Low-Tier. Das ist ganz logisch. Ist es 6,5? Ich dachte, es ist nicht 6,5. Hallo liebe Gäste! Liebe was Gäste! Nicht, was nicht 6,5 am Anfang? 7 Euro Eintritt bitte! Der kleine Asiatin da. Was ist passiert? Sie sammelt das Geld ein. Ja, Daria, deine neue Frisur passt ihm sehr gut, finde ich. Ja, nice Frisur. Auch nice Playstyle. Dario hat dann in letzter Zeit echt stark, ja. Ein sehr großes. Er hat auch
Offstream Negosch ins Loser Score 2-0. Ja. Ich habe das Match nicht gesehen, weil ich selber spielen musste, aber... Gegen Dario macht es mir sogar actually noch Spaß, Fink zu spielen. Ja, weil... wegen Matchup. Ja. Man spielt Fuzis mit Rio. Ja, und vor allem, weil Dario auch einer ist, der gern das mit dir spielt. Er jumpt doch gar nicht. Ja, er will fast gar nicht, ja. Naja, wenn du mit ihm nur Casuals jumpt er so gut wie kannst. Außer du machst das die ganze Zeit vielleicht. Ah. Okay, back to the match. So back to the match. Oh, was das, war das? Das war Hardo, glaube ich. Ein Hardo, ja. Nice reset. Corner pressure. Gute Challenge. Oh, nice. Ich wäre aus der Corner rausgesprungen. Oh, zu lang. Na, das war nicht gut. Es war eh nicht schlecht, aber er hat den Hardo viel zu lang gehabt. Das war obvious, dass er reinschaut. Vor allem, Nigo Shack. Vor allem dieser... Nice Block. Oh, guter nice Block. Punish. Wichtiger. Ah. Optimized. Punish. Sehr, sehr nice. Nice Show, ja. Kommt gut heim, Raster. Oh, jetzt grauslich. Vorne geblieben. Lauropt. Ja. Stun. Lauropt. Oh, noch nicht mal Stun. Ja. Papuschi kurz. Dafür tot jetzt. Das war der Davor. Nerven weg hat. Best of 5 ist, glaube ich, oder? Ja. Nein, es ist Best of 5, oder? Nein. Das ist Losers Semis erst. Oh ja, schau mal. Ach so, ja, stimmt. Ah ja, shit, sorry. Ja, Best of 3 noch. Kein Problem. Ich hab gedacht, Negosch ist von Winners dropped, aber er war schon Losers. Er war schon Losers. Sorry. Aber ist trotzdem noch nicht vorbei, das Ganze. Nein, oh, nice. Der Negosch, der ist echt jetzt mittlerweile, der kann schon antieren. Hat er gelernt. Ja. Er ist Corner Pressure, aber Wake Up Buttons. Macht er mit, ja, zweimal. Natürlich. Dario ist klug genug. Dario kennt Negosch gut genug, um zu wissen. Oh. Schon wieder! Oh, dein Spielstil regt mich so auf, Alter. Jetzt geht der Party ab. Oh! Oh, nice! Da war er ready. Holy shit. Das war sehr stark von Dario. Uff, das war echt. Sehr, sehr stark. Er hätte irgendwas geschmissen, wenn Dario jetzt noch verloren hätte. Oh, wohl. Rotatsu. Oh, nice Shimmy. Aber ist Ryu, das nice kriegt nicht so viel raus. Der Counter-Hit hat in die Kombo versaut. Oh. Kein Punish. Das ist mir aber leider auch viel passiert. Ist ja auch. Ja, ist ja. Ich habe nicht gut gespielt. Ich war immer jetzt. Mich hat es aus dem Konzept gebracht. Ich bin zweimal Backjump nach dem Reader, was er gemacht hat. Oh. Aha, das war besser als nix Punish. Ja. Ist klar. Na. Sind beide aus Brasilien. Sind beide Ungar. Beides Dschungelmenschen. Ja. Jump raus. Oh, guter nice Block. Punish. Super. Ja, das sollte es sein. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Clean, sehr schön stark. Und stark. 1-1. Was ist Karin? Hast du schon Geld eingesammelt? Ja, so wird's nix mit neuen Flat Screen für GRC. Braucht man rechtzeitig für DBS Final. Ja. In zwei Wochen. Oh, nice. Oh, was? Er hat glaube ich einen Button gegrabt. Fullscreen? Ah, Fullscreen bitte, danke. Das probiert Darius sehr oft mit Crouching Hard Punch Counter zu fischen. Mhm. Aber ich habe es noch nicht gesehen, dass es funktioniert hat. Es ist in Third meiner Meinung nach besser. Ah, oh, Gutsy, dieser Negosch. Nice. Oh, ich hätte ja mit Oberhead gerechnet. Achso, ja. Ah, Negosch ein bisschen geduldig. Ungewohnt für ihn. Aber jetzt, war die Stadt. Der Negosch, der kriegt so viel Shit von... Oh, no, Overhead sogar. Aber kein Chromo. Drop. Oh, gute Blocks von Negosch. Unheard of. Macht auch super. Beim nächsten Mal, Beachwiger, super. Ja, das ist super. Oh, er lebt noch. Nein! Matchpoint. Negica. Negica. Hat er alles gegeben? Hat alles gegeben? Ja, das kennen wir gar nicht so. Normalerweise bist du so gelassen. Bitter, bitter. Aspektisch. Kurz was da. Oh, ja. Das kann sehr gefährlich werden. Jetzt haben wir das. Wie sagt man das? Momentum. Nice.
Ja. Kann man machen. Im Corner. Ante, ja. Nice. Das war obvious. Wieso? Ja, einfach Meet-In. Einfach Meet-In. Negosch immer ja, Meet-In. Da hat er ihn für klüger gehalten. Der Mann hört nicht auf damit. Never stop. Don't change your winning system. Never change your winning Da ist er stolz drauf. Auf die Wake-Up Jabs. Jetzt aber Best of Five. Wir sind jetzt im jetzt Losers Final. Highest ranked player in Austria. Gegen Second Highest. Gegen wahrscheinlich Second Highest ranked. Nein, nicht für dich, über Leister. Oder? Hast du alles? Da weiß ich nicht. Einerseits ist Maeve natürlich klar der solidere Spieler. Ich glaube, Best of Five wird Maeve. Ja, das sollte. Das sollte Maeve eigentlich geben. Würde ich wetten müssen, würde ich 3-1 auf Maeve. Nein, ihr könnt es selber nicht. Einmal wird er schon robbed. Ja, das. Ja. Ich schreibe und du machst Maus. Ja, okay. Da kann ich nämlich so sitzen bleiben. Aber aus Licht musst du es rausgehen, Bruder. Realo Production Eli. Schau mal die Players an. Player 1, Nozarex. Mit seiner Laura. Clara, was? Dominik! Hier! Komm mal her! Hier! Nimm den Ruski bitte mit! In Ruski! Jawohl, Ruski! solche Zigeuner. Loading Screen. Oh, brauchst du? Oh. Ich brauch Benzin. Der Nego schon ein bisschen Durst. Trinkt natürlich nur Wasser. Er ist ja schon angeheitert hergekommen. War auf irgendeiner Feier, glaube ich. Der Maeve schaut echt aus, es hat so viel Spaß. Crystal Maeve in Rot. Das war eh lustig. Ich habe ja gegen Maeve gespielt und das war 2-1 oder so und Maeve hat gewonnen. Ja. Und wir stehen so auf. Und Schuki hat geglaubt, dass ich gewonnen habe, weil ich hab gegrinst halt. Und ja. Maeve sah Der Maeve schaut immer. Und ich hab Schuki gesagt, ja, weil ich Abigail spiele, weil ich einen Charakter spiele, der Spaß macht. Und Maeve spielt halt Chun-Li. Ja, Chun-Li ist. Aber es ist mühsam. Nicht so schlecht. Nein, sie ist nicht schlecht, aber in dem Spiel ist er ein Char, der sehr viel arbeiten muss. Im Gegensatz. Ein unrewarding Gameplay hast du da, sag ich mal. Du musst halt sehr solide spielen. Du darfst dir keine Fehler erlauben. Ja, das wird halt im Film nicht wirklich belohnt. Na, sie kann wirklich sehr, sehr stark sein, aber du musst halt. Du musst den Gegner mit deinen Futsis erdrücken. Ja, so wie die Runde jetzt. War sehr stark von. Wobei, es war einfach offensive Pressure. Mist sein Instant Over jetzt. Mit Counter-Hit. Aber. Das war nicht sehr smart von. Er hat ja gesehen, dass er ihn resettet hat. Er hat gesehen, dass er in der Luft und hat trotzdem. Ist, aber weißt du, auch jetzt Spieler. Delayen müssen. Weißt du, ja. Was soll man sagen? Ja. Das Ding ist halt auch, der Maeve, der weiß, wie er gegen Nego spielen muss. Einfach stur mit. Aber ich glaube, das funktioniert halt online auch sehr gut. Was? Stur Mietis machen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wo ich viel online gespielt habe. Deswegen mag ich Ranked auch nicht viel hintereinander spielen, weil die Leute adapten nicht. Du hast nur Leute wie. Also die ganzen Wake-up-Game machen. Oh und nein! Ist das der Nozarex gewesen? Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Waschmaschine. Oh. Oh. Nice. Guter Punish. Guter Antier. Ja. Keine Ahnung. Oh, nice Blocks jetzt von Negosch. Chip gefahren. Oh, jetzt. Theoretisch. Maeve actually mit dem Live. Na, ich weiß nicht, wie viel es macht. Oh, nein. Oh. Dropped. Oh. Oh. Was zur Hölle. Weird. Na, weird. Ausnahmsweise mal kein Wake-Up-Jab. Weißt du, was das Schlimme ist? Hätte Maeve Waschmaschine getroffen, hätte sie nicht mal gekillt. Weil es hat ein Hit und ihn ja, wahrscheinlich rausgehaut wieder, ja. Bitte. Ja. Just jump things. Nice. Ist jetzt sehr großzügig mit den Heals. Ja, aber kann man schon mal machen. Der Negosch. Ja. Der spielt sehr aggressiv. Ja. Sollte man gegen. Guter Block. Nice. Guter. Besserer Punish. Nice. Oh. Bestraft ihn für die Buttons. Und nochmal Counter-Hit. Und nochmal Meeting und nochmal Counter-Hit. Aber Maeve ist schlau genug,
Vor allem, es reicht schon, du musst es ja nicht immer, immer machen, aber wenn du siehst, dass eine Laura staked ist, ist einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch, wegen dem Risk-Reward. Das Ding ist, Dario ist zu nett, der denkt sich, okay, jetzt macht er keinen Make-up. Ja, Dario denkt sich, er macht es zweimal, er frisst zweimal Content, und nachher will er deppen, genau. Aber das ist halt nicht so. Ah. Ich verstehe Negosch auch irgendwo, weil es ist halt, ja, das Risk-Reward, wenn du es triffst, mit Wake-Up-Jab-Counter-Hit ist vorbei. Also, er hat absolut recht, meiner Meinung nach, weil wenn einige Dojo-Leute ihre Mitte-Timings nicht drauf haben, nee. Warum solltest du nicht Wake-Up-Jab machen? Hey, wenn es funktioniert. Oh, sehr schön. Wenn es dann lange nicht funktioniert, oder dann ist es ein bisschen deppert, ja. Oh. Kann da noch an dir? Was wollte er machen? Ich weiß. Das war Command Grab, oder? Das Command Grab. Ja, okay. Er hat mich gehört, das war ein Command Grab. Ich denke mir schon, Laura, ich meine, theoretisch hat sie einen Instant Overhead, aber in der Situation, es hätte nicht gekillt. Deswegen, das war nicht gewollt. Ich weiß auch nicht. Nein, er hat eh gesagt, er wollte Command Grab machen. Schöne Fuzzi. Probiert ihn jetzt, ja. Probiert ihn aus der Range zu halten. Und Futz ist vorbei. Ratespiel an. Oh, was? Da dürfte die Hurtbox anscheinend nach vorgegangen sein. Ah, ich glaube, Negosch hat den falschen Grab gemacht oder so. Nice, das ist mal richtig. Oh, was? Stufft den EX Projectile von Laura. EX Fireball. Fire. Oh, guter Crush Counter Control von Negosch. Wake up up. Blockt sogar einmal. Bist du deppert? Nice Corner Pressure. Overhead. Guter nice Block. Aber keine Chance. Der Notorex hat den Overhead geblockt. In den Kalender damit. Nice Combo. Nächster Hit könnte sein. Oh, ich jetzt so wieder auf Counter Hit. Ah, no! Das war bitter. Ich glaube, es steht 1. Kann sein, dass 1-0 steht. Das müsste 1-0 stehen. Fuck, oder? Ich weiß nicht. Buschliffe steht's! Josh steht's 1-0. Ich glaube, es steht 1-0. Ich wollte sagen, wie viel es steht. Wir haben nicht aufgepasst, wir waren zu sehr mit Kommentieren beschäftigt. Oh, nice. Oh, droppt schon wieder. Wenn er weiter so macht, muss ich mein 3-1 zurücknehmen. Minus 2, safe. Das aber ist aber nicht so. Eigentlich nicht plus. Nein. Dass er sich da aber drücken drauf. Naja, er macht oft X Spinning. Oder hat schon Leute Condition damit, und was eh auch legit ist. Du kannst ja dann ausnutzen. Ich habe das früher auch gern mit Karin gemacht, mit dem nachher weitergemacht, wenn die Leute Angst gehabt haben vor Reverse. Oh. Nice. Aber das killt nicht, weil Charn halt. Aber es wird Instant Overhead. Instant Overhead. Achso, es killt? Hat Laura nicht 1000? Wow. Laura hat doch 1000, oder? Wow, aus einem Anti-Air. Ich hab schon Bursche noch nie. Steht 2-0 oder 1-0 für Maeve? Okay, 2-0 für Maeve. Ich hab schon Lee noch nie so viel Schaden machen sehen. Das war echt arg, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich Geld drauf gesetzt, dass es nicht killt. Vor allem gegen Laura. Ich war aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Vor allem sie hat brasilianische Stärke, mit 1000 Leben. Mit 1000 Leben, dass das killt. Also beim Goki hätte ich es verstanden. Oh, jetzt ist er aufgewacht, der Bär. Kurz was dann. Nice Backdash, actually. Immer noch, ja, das war's. Oh. Zu greedy mit dem Nice Corner Combo. Wow! Wow! Get Pedon. Match Point. Ja. Match Point made. Ich kann es nicht glauben. Blocken, du Titel. Was soll ich? Eigentlich sollten wir den Spielern einfach nur das Mikro geben, das wäre, glaube ich, interessanter. Verstehst? Der Mann spielt so lang schon Fighting Games. Was soll ich da machen? Nice Tech. Immer noch kurz vor Stun. Ich glaube, er wird sterben, bevor er gestunt wird. Oh, nice. Oh, comeback, boys. Wollte er schon wieder baiten. Aber ich glaube, gegen Negosch
Hat er nur einmal getroffen. Das war's. 3-0, sehr solide. Ich hätte mir gedacht, Nego Schulter einer. Du kannst auch nach oben drücken. Ja, aber wozu habe ich dich? Okay, Grand Finale, Best of Five. Rumback, Winzest Maeve. Können aber auf Combo ja, sorry. Commentators. Ja, ich weiß nicht, der Dominik hat, ich glaub, schon, es wird kein 3-0. Hat schon sehr dominant gewonnen. Aber ich glaube, Maeve hat nicht gut gespielt gegen Dominik. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass ein 3-0 wird. Die Box ist auch laut hier, das darfst du nicht aber vergessen. Aber es wird schwierig zu resetten. Was würde Josh dazu sagen? Wo ist der Dominik Calvo? Da ist er. Ich würde sagen, du spielst ohne Leiberl, oder? Wie Ultra Instinct weit. Ich glaube, Maeve wird resetten. Wie bitte nochmal? Ich glaube, Maeve wird resetten, actually. Wir sind gespannt. Winzest Eintrag, bitte. Dog ist das dann so super, nein, das? Zum Links aufgegeben? Ja. Dritter im Platz ist auch okay. I have to say. Eh, Negosch. Weiter ist schlechter. Das ist der erste von Laura ist so leicht. Dominik. Hat Maeve Sets. Cool. Nein, das passt. Wait for it. Oh mein Gott. Ich habe mein Ziel erreicht. Okay. Platz, was sind das für Verlierer-Aussagen da? Wirklich. In welcher Welt bist du humble? Was passiert da gerade? Also. GRZ ist dort, wo du bist. GRZ ist aktuell beim Commentator-Place. Ja. GRZ ist, für die, die es nicht wissen, das ist der... Der Partyraum. Gaming Room Zero. Kein Gaming erlaubt, nur Party. Oh, weird. Erster Hit, zweiter Whiff. Nice. Ah. Aber mehr gegangen. Aber er kann die neue kommen. Ich glaube auch, Dominik. Weil aber er riskiert es nicht. Weil PS4 ist kaputt, machen wir lieber Season 1 Kombos. Aber eher impressive. Ich weiß nicht, ob er viel 5 gespielt hat, ich glaube fast gar nicht. Er hat nur so. Und zwar spielt er auch ja, nicht. Ah, weißt du, Boxer ist Loti, da gibt es nicht viel zum Leben, der hat nicht so viele Optionen. Einfach Fullscreen Low, into ja. Party. Ja, Party Starter ist vorbei. Fairer Schaden. Es killt actually nicht. Das hat mich jetzt auch überrascht. Oh, brave Blocks. Comeback. Reingedrückt, sogar Medium, glaube ich, war das. Ja, das war der Medium. Wollte nicht geschimmelt werden. Anti-Schimmel-Button vielleicht. Der hat den Leitweg. Oh, nice Champion. Zu spät mit Anti. Oh, fast. Aber es ist schon schwer mit Boxer, ist ja Medium Run. Ja. Das, der überall tötet. Der Anti ist auch nicht so gut mit Boxer. Der tut nur alles Anti. Loti Anti, ja. Das ist ja auch komisch. Ist ja auch nicht fair. Wenn du einen Button hast, der alles Anti, das macht dir dann auch keinen Spaß mehr. Das kann man auch schon als Loti sehen, oder? Ja, weil dann macht man nicht mehr, weil das so einfach. Ja. Nice. Der Bertel, der kennt 1-1. Halt seine Meetis, das musst du in Online. Ja. Dass du immer Jab drückst. Dass du immer. Ich sag dir, in Rank ist ein Mixer, vor allem auf höheren Levels. Einfach immer Meeti. Das ist kein Trottel, der drückt nicht immer Jab. Das No Mix-Up Mix-Up. Immer Wake Up Jab. Ich kann nicht glauben, was du mir hier erzählst, Alter. Ja, online stimmt's, aber nur wenn du, das wenn ist du gegen halt das Leute Problem spielst, ist, du nicht. Wir kennen dich, Negosch. Du kannst nicht im Dojo. Du hast die ganze Zeit Wake Up Jab drücken. Nein, nicht die ganze Zeit. Aber du hast viel Konter jetzt. Aber nicht die ganze Zeit. Für deine Verhältnisse nicht viel, aber für jeden anderen wäre es viel gewesen. Ja. Aber du hast recht, ja, wenn die Leute die Mietes verkacken. Oder. Oh! Oh! Nice. Wahnsinn! Sag ich ja, das wird kein 3-0. Dieser Bertel. Ich bleib dabei, das wird reset und dann wird's knapp. Ein Wahnsinn, dieser Bertel.
Oh. Jo, jo, vorbei. Jo, Negosch. Storm. Negosch. Es ist vorbei. Wartet kurz. Wartet. Bildschirm, ja, ist Bildschirm aus. Ist weg, ich der, weiß nicht. Der Storm hat gegen einen Tisch gehauen. Hast du ein Kabel erwischt, oder? Jo. Alles aus. Nein, Kabel hat er nicht. Es geht alles nur aus, euer Bildschirm. Er hat dagegen Strom gehaut und dann was. Irgendwo ist dann Strom rausgefallen. Nein, warte, warte. Jo, das sieht auch nice aus. Ja, das ist furchtbar. Ich trau mich gar nicht hin. Warte, 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 warte. Warte, vielleicht ist das Kabel nur locker geworden. Steck an alles. Oh, warte, er kommt. Ah, er kommt wieder. Jetzt wieder. Was passiert? War ich das? Nein, nein. Tomate hat es kaputt gemacht. Okay. Passt. Sorry, guys. Wir haben Bild verloren. Der MKala wollte den Stream sabotieren. Coachen. No coaching. Ich hab heute die MKala-Tipps. Wenn du nicht anti-erst, dann frisst du Jumping. Das sind Hashtag MK-Coaching. Wenn du nicht sponsored an dir bist, jump du jumpy, bist du deppert. Okay, let's go. 1-0 Maeve. Das ist legal. Aber nicht legal. Nice. Wie Prag. Wie Prag, basically. Können wir bitte keinen Drogentalk on Stream machen? Ich würde appreciaten. I heard of. Oh. Connor Carey. Oh. Wake up crouching light kick into EXRBP. Oh, der hat gekillt, glaube ich. Last tech. Come back. Oh, oh, bitter. Range reicht nicht für Combo. No, Amti. Oh! Yo! Genius, dieser Maeve. Sick. Genius! Mit O! Young Maeve. Die Young Man Reactions. Nice, sehr toll. Oh. Crush Counter Kieferbruch. Oh. Das war nicht gut. No punch. Nice tech. Das ist stimmt eigentlich. Letztes habe ich ihn in Rank getroffen und da stand ich in Endpunkt. Das tut weh. Reset. Oh. Sollte killen, ja. Schön und stark, stark und schön. 2-0 schon. Eigentlich 5er Winstreak müsste. Na, noch nicht 1 noch. Also, wenn Maeve noch eins holt. Best of 5. Hallo, hallo, kein Doping hier. Ich höre nur, Maeve ist stark für Prinzess. Was für Appreciation. Im Winner Side war Dom sein Drunk Level noch gut. Jetzt aber jetzt, jetzt ist vorbei. Naja, er ist trotzdem im Losers, also kann er nicht Broly-Level haben. Broly wäre nie ins Losers kommen. Oh ja, bevor er Ding. Jo, was war das? Ich glaube, Bertel wird jetzt 9-0 gewinnen. 9-0. 3 gegen mich, 3 gegen Reset und dann Reset und 3 nochmal. Watch this. Wissen, instant werden. Hallo, Vegeta, Zitate passen ja nicht, da hätte er schon verloren. Er hat einfach gemacht, oder? Metabahn. Sabelzahn. Servus, servus. Du, willkommen. Du bist genau richtig fürs Grand Final. Der Maeve steht zwar schon 2-0, aber Maeve kommt vom Losers, muss resetten. Chun-Li ist eine Runde God-like davor, den Reset im Grand Final zu machen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Nice Punish. Ich wette, das hat uns Red Bulls bei unseren gekostet damals. Das hat uns alles gekostet.
schneller als erwartet. Hey, hey, hey. Hat Dominik eine Runde geholt? Hey, hey, hey. Nein. Ah, Runde? Ich glaube. Nein, ich glaube nicht. Geht schon weiter? Oh, es geht gleich weiter. Warte, ich mach wieder auf 0. So, jetzt Reset. Jetzt gilt's. Ist passiert, ab jetzt zählt. Best of 5. Oh, wow. Da fühlt er sich. Ich bin beeindruckt. Vielleicht bringt online doch was. Wenn Bertel das jetzt 9-0 macht, will ich nie wieder hören, Rank zählt nicht. Rank zählt nicht. Ja gut, der Mann schaut auch 10 Jahre älter aus. Es wäre schlimm, wenn das nichts bringt. Nice, guter Kampf. Ich hab's keine Ahnung. Oh. Schau, der Offline-Warrior kann nicht mal Over-Head-Space. Ja, der Dominik hat seinen primär guten Punkt hat er vorhin gehabt, wie er gegen Maeve gespielt hat, und jetzt hat er ihn überschritten mit Pegel. Ah, Säbelzahn 3. Hallo. Haben wir schon. Säbelzahn. Haben wir schon, er hört euch eh nicht, Leute. Säbelzahn 3. Das ist vielleicht der Moderator. Oh, nice. So sieht ein Mann aus, der seinem Leben... Links Asgard widmet und rechts. Links Asgard, rechts ranked. Beides. Beides schädlich für den Körper. Oh, Overhead. Ist jetzt eigentlich Overhead? Nice. Nice Punish. Oh, guter Alter. Walk up. Hat er jetzt. Ei, ei. Hallo, Sadelzahn. Wir haben Tisch. Nice poke. Perfect range footage. Watch this. Next range. Wunderbar. Organ. Ehrlich. Oh, ehrlich. Ah, oh no! Vorbei. Was aus Sicht dran? Overhead. Oh. Widerlich. Was er sich dran? Bitter. Spricht es oder dies nicht? Ja, nachher. Ich glaub schon. Ist der Pfeil? Dominik wacht auf. Na, samt, ja. Oh. Oh. Wow. Oh. Sick. Oppressive Gameplay, Fuzzi. Vom Besten gelernt. Master of Se- Empire. Warum? 7er Winstreak. Dann wäre er schon draußen. Schaffst du wirklich das neu? Ja, ja. Ja, ich meine, wenn er Emo wie wir. Frisst den Jump in. Overhead. Dropped aber die Combo. Ich spiele jetzt obviously auf Evo Japan Top 8 an. Ich tippe, was das für Halbierung war gegen Daigo. Das war echt, da habt ihr mir schon ein bisschen leitern. Wie er noch geraucht hat. Oh, dominant! Da wollte er Party starten. Dieser Maeve, unglaublich. Ja, drüber, ja. Ich bin trotzdem dafür, wenn jetzt hier auf Crystal Maeve um. Spätestens, wenn er Master, wenn er Grandmaster ist. Na, passt nicht mehr, dann ist er nicht mehr Diamond. Ha? Wenn er Master ist, ist passt nicht mehr passend, dann ist er nicht mehr Diamond, dann ist er kein Kristall mehr. Weißt du? Ja, aber dann. Dann braucht er Crystal. Da braucht er Crystal, weil er schon so lange Rank gespielt hat. Die Corner. Yo, low tier Schaden! Ja. Nur ein low tier. Oh, Jesus! Oh, brap. Ich kann nicht glauben, was da gerade passiert. Wieder also, gegen 6-0. 9-0. Ich wollte sagen. Geh auf mit dem 9. Dominik holt sich ja noch eine Runde, wollte ich sagen. Aber Storm coacht ihn jetzt, also ist vorbei. Ja. Aber wobei, vielleicht kann Storm. Storm hat jetzt Secret Coaching dem Dominik gegeben, vielleicht hilft das. Just do it. Best Nash EU hat ihm gesagt.
Dom, wenn du nicht anteerst. Sind wir ein Blanker? Na, Dominik, na. Oh. Na. Na, scheiß drauf. Okay, ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Passt. Danke fürs Reinschalten. Jetzt ist vorbei. Können wir schon abdrehen. Eigentlich, ja. Ja, es ist schon vorbei. Ja, du hast das versaut. Hast du ihm wirklich gesagt, er soll Nash nehmen? Nein, ich würde sagen, er soll trinken, aber... Ach so. Ja, es kommt auf selbe raus, selbes Ergebnis. Es ist vorbei. Der Neko ist der letzte. Delay. 5 Frames. Das war 5 mindestens. Spiel nur Range, das dauert länger. Das dauert. Alle Buttons werden da gedrückt. Ich muss nur Counter-Hit. Counter. Oh, nice. Oh, jetzt. Oh, das wäre sogar Minus gewesen, gell? Ja. Yo, Dragon Ball. Dragon Ball! Sick. Er nimmt den Trade. Match Point. Tournament Point. Tournament Point. So wie nice nächste Woche Dragon Ball. Tournament Point. Uff. Nice Block. Close Friends. Das ist... Weiß man nicht. Da bin ich sogar da. Wo? Waschmaschine, nice. Nein, übernächste Woche ist, glaube ich. Gerade. Also wieder eine Pause dann. Es ist ja wieder eine Pause. Es ist ja morgen, glaube ich. Morgen kommt eine Folge und in zwei Wochen. Mäßig. Nachmittag oder bei uns? Sonntag in der Früh gibt es das immer schon. In der Früh bei uns schon? Ja. Okay. Also morgen schaue ich es zum Aufstehen zum Beispiel. Also zum Mittag schaue ich es meistens. Werde ich auch mal. Guter Block, lass dich da nicht schämen. Nice. Plus. Nice Throw. Guter Throw. Aber guter Anti-Wehr. Oh, gute Blocks von Dominik. Ja, vorbei. Aber das ist es. Schön und stark von Maeve. Aber der Maeve war zu gut. Commentary. Ja, was soll man sagen? Der Maeve hat eindeutig gewonnen. Best Range-Spieler, Best Offline-Spieler. Das zweite 6-0 im Dojo. Hallo, Production Value. Hey, geh raus aus dem Licht. Aus dem Licht, bitte. Danke fürs Einschalten. Ja, gilt nicht. Ja, man kann nicht mehr sagen, außer dass Maeve wirklich gezeigt hat, er ist im Moment der dominanteste Spieler, da kann niemand was sagen. Ein bisschen... gestruggelt gegen Dominik. Er musste ein bisschen munter werden wieder, glaube ich. Aber man hat gesehen, er ist sehr munter geworden. Ja. Okay, passt. Aber sonst danke fürs Zuschauen. Übernächste Woche, glaube ich, Dragon Ball. Übernächste Woche, genau. Samstag. In zwei Wochen. In zwei Wochen Samstag. Nein, in zwei Wochen ist unser Dragon Ball Fighters Turnier. Wander Match. Ja. Jo, bitte reinschalten. Ciao. Ciao.